Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht es natürlich wie immer in meinem Home Gym. Und zwar, ihr könnt es wahrscheinlich schon im Videotitel lesen. Heute will ich so kurz zeigen, wie Rudern geht. Finde ich, ist eine richtig geile Übung für den Rücken. Ich persönlich spüre den kompletten Rücken richtig krass, wenn ich Rudern mache, weshalb ich das eigentlich auch fast in jedem Rückentraining mit einbaue. Es ist eine sehr leichte, aber gleichzeitig echt effektive Übung. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein ins kleine Tutorial. Und gleich mal vorweg, wenn euch solche Tutorials, solche kleinen gefallen, wenn ich Übungen erkläre, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Also, let's go. So, anfangen tue ich immer. Also zum Zeigen mache ich es jetzt mal komplett ohne Gewicht. Wenn ich Gewicht drauf habe, tue ich meistens mit so 90 bis 100 Kilo machen. Auf jeden Fall, gleich mal vorweg, Griffbreite. Also ich würde, wenn man es speziell für den Lat macht, was ich jetzt zum Beispiel mache, würde ich wirklich schulterbreit ganz eng am Körper greifen. Und da ist dann auch egal, ob ihr so greift, also in so einem neutralen Griff oder im Untergriff. Im Untergriff kommt man manchmal ein bisschen tiefer in den Lat rein und kann noch stärker anspannen. Aber ich mache es meistens so im Obergriff. Und dann ganz einfach erstmal Voraktivierung. Und das mache ich immer so. Die Schulterblätter, also die Schultern nach unten ziehen. Dadurch ist automatisch der Lat schon mal angespannt und voraktiviert. Und ihr dürft auf keinen Fall einfach mit so einem runden Rücken das Gewicht einfach ausheben, so komplett ohne Spannung. Denn dann könnt ihr euch sehr schnell verletzen. Das heißt, schulterbreit greifen, eng am Körper, Schulterblätter nach unten geben, Voraktivierung, schönen Rücken anspannen und dann rausheben. Rücken bleibt während der Übung die ganze Zeit logischerweise gerade, denn wenn ihr einrundet, wenn ihr irgendwie unten seid, dann kriegt ihr sehr schnell einen Bandscheibenvorfall oder ihr neigt dazu, eben schnell einen Bandscheibenvorfall zu bekommen. So, wenn ihr das Gewicht habt, Rücken angespannt, alles gerade, dann geht ihr. Ist im Prinzip am Anfang wie ein Romanian Deadlift. Und zwar geht ihr nach unten, ihr schiebt euren Hintern nach hinten, das Schienbein sozusagen bleibt senkrecht zum Boden, also hier auch nicht den machen, und bleibt senkrecht zum Boden. Und dann versucht ihr schon sehr weit mit dem Oberkörper nach unten zu gehen, denn ihr arbeitet hier natürlich mit der Schwerkraft und die Schwerkraft geht nicht nach vorne, sondern die Schwerkraft geht nach unten. Und ihr wollt gegen die Schwerkraft arbeiten. Das heißt, je weiter ihr runterkommt, umso besser. Nur ihr dürft auf jeden Fall nicht hier mit dem Rücken einrunden. Also nach hinten, hinter nach hinten natürlich. Und hier, wenn ihr jetzt in dieser Position seid mit dem Gewicht, könnt ihr in der untersten Position, wenn der Rücken aber natürlich gerade bleibt währenddessen, hier die Schulterblätter aufmachen, dass ihr noch eine krassere Dehnung im Rücken bekommt. Aber der Rücken, wie gesagt, bleibt gerade. Und dann zieht ihr einfach an den Beinen schön entlang hier in den Rücken rein. Auch hierbei beachten, nicht hier hinziehen. Ihr wollt nicht die Stange einfach nur zum Bauch bringen, sondern ihr wollt den Rücken schön dehnen, schön stretchen, indem ihr die Schulterblätter öffnet, während es den Rücken gerade lassen. Ich sag's so oft, weil ich wirklich wichtig, denn ich glaube, keiner will einen Bandscheibenvorfall oder sonst irgendwas mit dem Rücken. Darum schön die Schulterblätter öffnen und dann als kleine Eselsbrücke, wenn man das so sagen kann, wenn ihr hinten seid, versucht mit euren Schulterblättern, also euch vorzustellen, dass ihr da eine Nuss knacken würdet. Also wirklich Schulterblätter öffnen und Schulterblätter wieder richtig schließen. Dadurch trefft ihr auch richtig gut den Trapez und versucht wirklich, ich lege jetzt mal die Stange weg, nur so weit zu ziehen, dass der Arm am Körper ist. Ihr wollt nicht den Arm hinter Körper machen. Weil was wollt ihr bei allgemeinen Einübungen machen? Ihr wollt den Muskel dehnen, denn der Muskel kann am meisten Kraft entwickeln, wenn er eben davor gedehnt wurde. Also ihr wollt den Muskel dehnen. Kurze Anatomiestunde. Der Lat setzt hier an, am Rücken auch relativ tief und endet eben hier oder ist dann hier befestigt am Oberarm. Das heißt, ihr wollt hier dehnen und dann wollt ihr sozusagen den Ansatz zum Ursprung bringen. Also wollt ihr diesen Punkt nach da unten bringen. Und das wäre dann eben genau hier.
Hier sind diese zwei Punkte ganz nah zusammen und sie entfernen sich logischerweise wieder, wenn ihr den Arm nach hier hinten bringt. Da hinten arbeitet dann nicht mehr der Latissimus, da arbeiten dann irgendwelche anderen Muskeln, aber nicht mehr der Latissimus, den ihr mit der Übung treffen wollt. Das bedeutet, von hier einfach hier zu eurem Körper ziehen, versuchen wirklich den Lat richtig anzuspannen, also aktiv anspannen und dann wieder locker lassen. Das sind so die Punkte, die es zu beachten gibt und dann, wie gesagt, es ist eine sehr leichte Übung, mega effektiv. Einfach gucken, Rücken immer gerade lassen, Schulterblätter öffnen und Schulterblätter zusammenziehen, gucken, nicht zu weit ziehen, aber auch nicht nur bis hier ziehen, so eine halbe Wiederholung machen und auch gucken, dass ihr schön relativ parallel zum Boden seid und nicht hier irgendwie sowas macht, weil dann trainiert ihr eher den Nacken. Und ja, das war's. Ich fange jetzt an hier mit dem Arbeitssatz. Ich habe jetzt gerade Brust trainiert. Fange jetzt an mit Rücken, fange mit der Übung an. 5 Sätze. Ich hoffe, euch hat dieses kleine kurze Tutorial gefallen. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche anderen Videoideen habt, was ich mal erläutern kann, andere Übungen erklären kann, wie Bankdrücken oder Romanian Deadlift, was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr keine weiteren Tutorials verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.